Der Zona-Mikrofon mit den epischen Aufträgen von Woche 6, die heute am Donnerstag, den 15.07. um 16 Uhr online gehen. Wir starten direkt durch mit dem ersten Auftrag, Sammle Barren. Das könnt ihr einmal machen, indem ihr hier an so ein Telefon geht. Hier seht ihr, gibt es ein paar Aufträge, 80 Goldbarren gibt das Ganze. Ich nehme mal, sammle verschiedene Waffentypen auf, weil dann habe ich hier 3 Stück, die droppe ich mal eben ganz schnell und zack, bekomme ich jetzt 80 Goldbarren. Ich musste nicht viel machen. Und das geht fix. Ansonsten geht ihr einfach hier zu so einer Kopfgeldjagdtafel, nehmt das an und bekommt 150 Goldbarren, wenn der Spieler eliminiert wird von euch oder von anderen Spielern. Ansonsten habt Glück und findet einen Safe oder zerkloppt ein paar Sofas, das droppt euch auch immer Goldbarren. Ja, dann solltet ihr die Barren, die ihr gesammelt habt, auch wieder ausgeben, 500 Stück. Und zwar könnt ihr das am besten bei einem NPC hier zum Beispiel was kaufen für 400 Goldbarren, dann hier zu dem Automaten gehen, direkt was für 200 hinterher kaufen und schon ist der Auftrag erledigt. Danach sollt ihr Objekte auf schwebender Alien-Plattform zerstören. Das sind hier diese Plattformen, die heißen auch Entführer, die sind jetzt wieder im Spiel. Und hier, die haben so Dinger hier drauf, ich weiß nicht genau, was das ist. Das versorgt das wahrscheinlich mit Strom. Davon einfach 3 Stück zerkloppen, die findet ihr auf der ganzen... Oh, so, auf der ganzen Alien-Plattform verteilt. Und die zerkloppt ihr dann mal eben. 3 Stück habt ihr immer nebeneinander, dann könnt ihr das Ganze fix abschließen und könnt weitermachen mit dem nächsten Auftrag, der nämlich lautet... Öffne Truhen oder Munitionskisten in Gebieten mit geringer Schwerkraft. Da fällt mir natürlich als allererstes mal Holy Hatchery ein. Da könnt ihr rumspringen hier in diesem Wackelpudding-artigen Schwerelosigkeitszone. Und dort könnt ihr dann Kisten und Truhen öffnen. Hier auch in der Hundehütte immer wieder eine 100%ige Truhe. Einfach 3 Stück öffnen. Wenn euch das Ganze zu lange dauert, dann landet einfach hier oben im Mutterschiff. Hier habt ihr Truhen und befindet euch auch in geringer Schwerkraft. Zählt auch alles und ihr könnt die Truhen en masse farmen. Dann sollt ihr Alien-Naniten an beliebigen Orten einsetzen, aber nicht in Holy Hatchery. Und die Alien-Naniten findet man häufiger jetzt auf so schwebenden Plattformen. Und hier könnt ihr die auch direkt einsetzen, wenn ihr nicht gerade direkt über Holy Hatchery seid. Ansonsten gibt es auch eine größere Spawn-Chance auf unserem Freund, dem Mutterschiff. Hier einfach mal ein bisschen die goldenen Kugeln sammeln, ist eigentlich egal. Und dann kommt ihr nämlich in den Safe-Raum. Dort habt ihr hier die Kisten und ich öffne jetzt mal hier die zweite, die dritte... Und überall kein Alien-Nanit drin, obwohl das eigentlich hier oben häufiger vorkommen sollte. Vierte, fünfte und kommen ein paar hier noch. Sechste, auch kein Alien-Nanit. Macht einfach so viele Kisten wie möglich. Siebte und da ist es. Also es hat ungefähr eine Chance von 1 zu 7. Ist ein bisschen wenig, finde ich, obwohl es gesagt wurde, dass hier oben häufiger welche spawnen. Naja, auf jeden Fall dann einfach einsetzen auch wieder. Nicht in Holy Hatchery, fertig. Danach sollt ihr Alien-Bäume zerstören. Das sind hier einfach diese komischen, ich sag mal, es sieht aus wie eine Zuckerstange und fühlt sich so ein bisschen an, als würde man ein Glas zerhauen. Das sind die Alien-Bäume. Hier bei der Mitte, im Mittelpunkt der Karte, findet ihr ganz, ganz, ganz viele Alien-Bäume. Die könnt ihr zerstören. Ihr könnt natürlich auch noch Holy Hatchery. Ob jeder Baum jetzt hier zählt, weiß ich nicht. Der sieht ein bisschen anders aus, könnte aber auch ein Alien-Baum sein. Und weil er auch hier so wie Hedda hier ein bisschen infiziert ist von dem anderen Alienbaum. Aber vielleicht zählt auch nur Hedi, das müsst ihr dann rausfinden. Auf jeden Fall zerkloppt die entweder in der Mitte oder bei Holy Hatchery. Kein Problem, ganz easy abgeschlossen. Ja, Setzlinge bei Stumpy Ridge, dem Forkknife, Imbisswagen oder FN Radio setzen. Das ist die letzte Aufgabe. Dafür geht ihr einmal hier zu diesem abgeholzten Gebiet. Bei Misty Meadows ist das ein bisschen nördlicher davon und dann findet ihr hier den ersten, dann rutscht ihr einmal hier den Berg runter und habt ihr direkt Setzling 2 und Setzling Nummer 3 und habt den Auftrag geschafft. Ihr könnt natürlich auch hier von Lazy Lake einmal hier über die Hügel laufen und hier seht ihr so einen kleinen Forkknife-Imbisswagen. Hier findet ihr nämlich auch direkt wieder 3 Setzlinge. Einmal hier beim Dixie-Klo, dann ein bisschen weiter links und dann nochmal ein bisschen weiter links. Zack, zack. Könnt ihr auch alle 3 nebeneinander einpflanzen. Geht also ganz easy. Ihr könnt aber auch noch zum letzten Ort fliegen. Hier ist Craggy Cliffs, dann ein bisschen rechts davon ist diese Satellitenstation und da findet ihr das FN-Radio. Da geht ihr einmal hier links zu diesen 3 Steinen und hier sind auch unsere 3 Setzlinge. 1, 2, 3 und dann habt ihr den Auftrag auch geschafft. Ja Leute, das war's mit den epischen Aufträgen von dieser Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr neu auf meinem Channel seid, vergesst kein Abo dazulassen und wir sehen uns in anderen Challenge-Videos. Haut rein!